Woher wissen Sie, dass alle weiblich sind? Läuft da jemand im Park rum und guckt den Dinosauriern unter die Röcke? Wir kontrollieren ihre Chromosomen. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Alle Wirbeltier-Embryos sind sowieso von Natur aus weiblich. Sie benötigen nur ein zusätzliches Hormon, das im richtigen Entwicklungsstadium dazukommen muss, damit sie männlich werden. Doch das enthalten wir ihnen einfach vor. Enthalten es ihnen vor? John, eine derartige Steuerung, wie Sie sie anstreben, ist nicht möglich. Wenn uns die Evolutionsgeschichte eins gelehrt hat, dann doch das, dass das Leben sich nicht einsperren lässt. Das Leben bahnt sich seinen Weg, es erobert neue Territorien, es überwindet sämtliche Barrieren, ob schmerzlich oder gefährlich. Aber so ist es. So ist das. Wollen Sie damit andeuten, dass eine Gruppe, die ausschließlich aus weiblichen Tieren besteht, sich fortpflanzen kann? Nein, ich sage nur, das Leben findet einen Weg.